du sehr acht, dass die Rippen nicht furchtbar absinken und sich öffnen. Bewahre Bauchspannung. Möglichst neutral hier der Rücken. Schambein abgesenkt, Richtung Matte. Und dann zur nächsten ruhigen Bewegung. Ausatmen, ein Bein beugt, Oberschenkel verlängert, dehnt, Leiste bleibt geöffnet. Und wechseln. Wie weit du beugst, hängt davon ab, ab wann deine Hüfte nicht mehr gestreckt bleibt, also sollte geöffnet bleiben können. Und somit bewahrt der Rücken seine Stabilität. Dehnend, elastisch, ziehen, Beine sind parallel, hüftgelenksweit. Einmal auf jede Seite, intensivieren nochmal die Länge der Wirbelsäule. Bauchspannung. Gut, dann etwas flotter, kickend, doppelt für den Single Leg Kick. Fuß flext, zweimal kicken, ausatmen, strecken. Lass dein Schambein konstant Richtung Boden, Richtung Matte abgesenkt. Zieh dir den Rücken lang in den unteren, besonders auf das Steißbein, schräg zum Fußende. Und verhindere das Hängen in den Schultern und das Durchhängen im Zentrum bzw. Brustkorb. Wiederhol noch zweimal jede Seite. Ja, kannst auflösen. Kommst noch einmal in die Rest Position. Schön einrollen, Arme nach hinten. Dabei bleibt erstmal zentriert, dass er nicht im Weg liegt. Und die Schulterblätter weit öffnen, lang die Arme. Aber auch hier die natürliche Form deiner Wirbelsäule, den Lendenbogen, nur nicht durchhängen. Und nochmal auf die Platzierung der Schulterblätter achten, wenn du im Wechsel jeweils einen Arm nach vorne hebst. Sorgfältig die Gewichtsübernahme des stützenden Arms. Aktiv von der Schulter her, die ganzen Arme abgesichert, Ellbogengelenk genauso abgesichert, dein Handgelenk, was sich die Dynamik, die Aktivität bis in die Fingerspitzen fortsetzt. Das Erde, deine Hände sorgfältig bis in die Fingerspitzen. Und einen letzten Wechsel. Ja, du legst den Ball unter deinen Bauch, stützt zuerst mit links, hebst deinen rechten Arm seitlich und lässt ihn dann mit dem Handrücken hier über den Ball rollen. Zieh dich in die Rotation. Elastisch dehnen, rüberziehen, so lang und weit wie möglich der Arm, während du einen guten Druck auf den Ball gibst. Und damit die Innenseite deines rechten Armes so weit geöffnet und entspannt hältst. Und dann schraub dich zurück, öffne den Arm seitlich. Und wieder eintauchen, Druck auf den Ball geben, intensiv rüberschrauben. Und dann wieder zurück, Arm öffnet, weit, Blick bleibt in der Matte. Somit bleibt auf dem Rückweg die Wirbelsäule unrotiert, kommt wieder neutral zurück. Und noch zweimal. Intensiv rausziehen. Jawohl, letztes Mal. Und zur anderen Seite. Links hebt. Und einfädeln. Druck auf den Bauch. Intensiv rausschrauben. Und wieder zurück. Und wieder eintauchen. Und zurück. Und wiederholen noch drei, vier Mal. Und letztes Mal. Ja, einrollen oder nur einmal zum Lockern für Schultergürtel und Arme. Ja. Gut,
Dann kommt der Ball hinter dich, erstmal unter den rechten Fuß, die rechten Zehenspitzen. Und wieder stabil die Schultern, der Rücken, kraftvoll den Bauch. Du beginnst ausatmen, dein Bein nach hinten auszustrecken, roll den Ball weg, stütz dich auf den Bauch. Dann beginnst du hier dich nach hinten rauszuziehen, zu dehnen. Und dann wieder zurück, Bein weit lang und wieder weit nach hinten raus. Leg dich auf das vordere Bein, öffne die Leiste hinten, vorsichtig nicht beugen, lass das Bein wieder am Schlag. Und wiederhol noch zweimal, Leiste Richtung Matte intensiv absenken und zurück. Lass die Schulterblätter angebunden und dann kannst du wechseln, alle Seiten. Zehenspitzen auf den Ball. Erst auf den Ball stützen und das Bein streckt. Und dann weit rausziehen, gehen. Und hier über den eintauchenden Sitzhöcker hier die Leiste vorne öffnen. Und zurück, lang das Bein hinten. Sollte dein Fuß in den Boden aufstoßen, dann bring den Ball weiter nach hinten. In der Abspannung zu dir. Und wiederholen noch zweimal. Den Ball kannst du zur Seite legen. Du kommst zurück. Noch für eine Einheit, Vierfüßlerstand. Und für den Zweifüßler, Arme und Beine entgegen, gegenüberliegend. Find eine ähnliche Öffnung in der Leiste wie eben beim Dehnen. Lang das Band nach den Arm und zurück. Wechsle ab. Etwas flotter jetzt. Wir wechseln die Bewegung entschlossener. Trotzdem sorgfältig das Gewicht übergeben von den einen zwei Stützen auf die anderen Beine. Lang und weit raus, verhindere das Durchhängen im Rumpf. Bleib lange Nacken. Und dreimal noch jede Seite. Letzter Wechsel. Und auflösen. Jawohl. Zu guter Letzt setzt du dich noch auf den Ball. Dabei kommst du entweder in den Schneidersitz. Wenn das für die Knie nicht so angenehm ist, dann leg vorne die Fußsohlen aneinander. Jawohl. Gut. Die Achsen lang werden lassen, gerade sitzen. Und mit viel Gelassenheit an der Körperoberfläche und mit viel Stabilität im Innersten hebst du hier beide Arme seitlich weiter nach oben. Jawohl. Und öffnen. Und du gehst in den Spine-Twist, rotier dich mit aufsteigenden, hebenden Armen. Schau den rechten Arm. Und nach vorne zurück. Weich und geschmeidig. Kaum Kraft hier im Nacken. Dekolleté-Bereich nach links. Und zurück. Einmal noch jede Seite. Jawohl. Und zur Seitenneige rechts. Die Hand abstützen in der Matte. Weit den Bogen ziehen mit dem linken Arm, weit die Rumpfseite auseinanderziehen. Auch wenn die Schulter mal ein bisschen verrutscht, dass du mehr Dehnung, mehr Länge links erzeugst. Die rechte stützende Hand hier oder Arm stabil in der Schulter aufrichten. Andere Seite. Weite Bewegung durch den Raum. Dehnen in der Neige. Und wieder aufrichten. Einmal noch jede Seite. Und letztes Mal links. Jawohl, aufrichten, die Beine lang nach vorne.
Jawohl, wenn du dich stützig mit den Händen am Boden und dann einmal abrollen Richtung Spine Stretch. Hände locker am Boden oder stützend am Boden. Bauchdecke intensivst nach innen ziehen. Also mit viel aktivem Stützen auf der Rundvorderseite, gleichmäßigen Bogen im Rücken. Gedehnt, geweitet die komplette Rückenfläche vom Becken an, über den Lendenbereich, über den hinteren Brustkorb, bis zwischen die Schulterblätter und die Schulterblätter selbst hinaus und auch nochmal ganz besonders bis in den Nacken und den Kopf hinein. Vergrößere hier die Oberfläche. Reduziere die Spannung in deinen Beinen auf ein Minimum. Nimm noch ein, zwei tiefe Atemzüge in dieser gerundeten, aktiven, gleichzeitig rückendehnenden Position. Und dann roll dich nochmal ganz sorgfältig, Wirbel für Wirbel auf in die Achse, möglichst stabil auf dem wackeligen Ball. Tiefen Stabilität, tiefen Balance, tiefen Kraft. In die Länge, bleib gelassen, an der Körperoberfläche. Und damit bedanke ich mich fürs Mitmachen.